Heldinnen und Helden da draußen. Wow, jetzt wird's sehr, sehr, sehr spannend. Ein großartiges, ein unglaublich wichtiges Thema wartet auf uns alle. Und ich habe die Sabine eingeladen. Die nimmt uns mit auf eine Reise. Eine ungewöhnlich intensive Reise, wie ich glaube, weil ich mich schon ein wenig mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Aber wir fangen hier natürlich von vorne an. Wir beginnen jetzt als allererstes mal mit dir, Sabine. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, erstmal hallo, lieber Andreas. Ich bin Sabine Lück. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Lehrende für systemische Therapie. Und ich bin Autorin für therapeutische, pädagogische Spiele und auch habe auch das Buch Vererbtes Schicksal geschrieben, um das es jetzt hier wahrscheinlich gehen wird. Ja, ich will es jetzt unbedingt mal in die Kamera halten, denn dieses Buch hat mich zu einer Zeit jetzt vor kurzem erwischt, eine Zeit, in der ich mich mal wieder auseinandergesetzt habe mit dieser brennenden Thematik der eigenen Biografie. Was sagt meine Biografie über mich aus? Wie wichtig ist es für uns Kita-Fachkräfte, dass wir uns mit unserer Biografie auseinandersetzen? Und ich würde gerne mit dir mal heute das Thema transgenerationale Weitergabe besprechen. Also nicht nur vielleicht zurückzukehren zu unseren eigenen Wurzeln im Sinne von Mama und Papa, sondern vielleicht müssen, können, dürfen wir noch weiter zurückkehren? Was das alles jetzt bedeutet, das gebe ich jetzt so ein Stück weit in deine Hände. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, vielleicht erstmal in die Begriffserklärung. Was ist das eigentlich, eine transgenerationale Weitergabe? Genau, das sollte man auf jeden Fall erstmal klären. Eine transgenerationale Weitergabe beinhaltet sozusagen die Weitergabe von schmerzlichen, meistens schmerzlichen, traumatischen Erfahrungen unserer Vorfahren, die nicht ausreichend aufgelöst werden konnten und die dann weitergehen in die nächsten Generationen, was auf verschiedene Weise passiert. Also einmal wissen wir heute durch die Epigenetik, dazu kann ich dann gleich noch mehr sagen, dass es auch über die Gene tatsächlich läuft. Das heißt, wir vererben das richtig körperlich mit der Geburt, mit der Zeugung quasi ja schon. Und aber es geschieht natürlich auch durch die Beziehungsgestaltung, also wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich meine Kinder großziehe, also wie auch wir großgezogen wurden. Das hängt ganz eng mit dem zusammen, was unsere Eltern und auch deren Eltern wieder erlebt und erfahren haben. Also im Prinzip ganz ähnlich wie die Biografiearbeit, nur dass sie ja viele Generationen mit hinein bezieht, weil, wie gesagt, unsere eigene Biografie endet eben nicht oder beginnt nicht mit der Geburt, sondern sie geht noch weiter zurück zu unseren Vorfahren. Ja, und das können wir zum Teil sogar heute durch die Epigenetik nachweisen. Allerdings erstmal bei Tieren, denn so viele Generationen kriegt man nicht in so schneller Zeit zusammen wie jetzt beispielsweise bei Mäusen. Und da kann man tatsächlich das bis ins vierte Glied jetzt nachweisen, dass Erfahrungen tatsächlich vererbt werden. Und ich muss dazu sagen, nicht nur die traumatischen und die negativen, sondern man weiß auch, dass gute Überlebensstrategien beispielsweise vererbt werden. Und natürlich wissen wir, dass ja alle Talente werden vererbt und auch andere gute Fähigkeiten kriegen wir mit. Also wir werden auch in der Hinsicht gut ausgestattet. Wahnsinn. Das bedeutet, Sabine, es handelt sich hierbei auch um eine Wissenschaft. Also das ist nicht einfach nur hören, sagen und vermuten und annehmen und glauben, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen. Genau, also ich habe vor über 25 Jahren damit angefangen, zusammen mit einer Kollegin, der Ingrid Alexander, das alles zu erarbeiten. Und zu der Zeit hat man das noch so ein bisschen für magisch gehalten. Aber mittlerweile ist das wirklich wissenschaftlich nachweisbar. Es gibt verschiedene Modelle, die das erklären. Also einmal diese biologische Ebene, die ich eben erzählt habe mit der Epigenetik aus der Hirnforschung. Aber es gibt eben auch andere Bereiche aus der systemischen Therapie, das psychodynamische Modell, die das alles unterschiedlich noch erklären, wie sich diese transgenerationalen Themen eben weitergeben. Und das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber das, was
vielleicht für mich das Wichtigste ist, weil ich bin ja Psychotherapeutin und keine Epigenetikerin, ist wirklich, dass wir sehr viel auch tun können, machen können, selber in den Familien, um uns dieser Dinge bewusst zu werden oder eben auch im Beruf, um uns dieser Dinge bewusst zu werden, was bringen wir da mit und wie wirkt sich das eben auf unser eigenes Leben aus. Und wie gehen wir dann weiter damit? Also zum Beispiel im Umgang mit unseren Kindern oder im Umgang mit ja, unseren Mitarbeitern und auch eben als Kita-Fachkräfte mit den Kindern, mit denen wir arbeiten, weil all das beeinflusst uns natürlich im Alltag. Das heißt jetzt, Sabine, habe ich dich richtig verstanden? Sind wir keine Opfer unserer Vergangenheit? Können wir Prozesse, die in uns verankert sind, die uns geprägt haben, können wir die angehen? Können wir damit arbeiten? Können wir wohlmöglich Dinge verändern, die wir im Moment noch für unveränderbar halten? Ganz genau. Also erstmal ist es wichtig zu wissen, das sehen wir jetzt eben speziell, die Ingrid Alexander und ich, dass wir als Kinder ebenfalls Einfluss nehmen. Also es ist nicht so, dass wir alles nur übertragen bekommen und jetzt haben wir den Salat, sondern ein Kind geht so eine Art Treuevertrag ein, so nenne ich das. Und indem es einfach spürt, wo sind eigentlich die Wunden unserer Eltern, wo haben die Defizite, wo können sie nicht so, wie sie eigentlich könnten, wenn alles gut wäre. Und dann geht eben ein Kind so einen Treuevertrag ein und versucht an dieser Stelle für die Eltern da zu sein, zum Beispiel Lücken zu füllen, wenn jemand gestorben ist oder wenn eine Mutter besonders bedürftig ist, dann auch ganz liebevoll sie zu versorgen. Und ein Spiegel zu sein, vielleicht für Themen in der Familie, die irgendwie unterschwellig laufen und die keiner versteht. Und damit hat das Kind quasi ja einen Einfluss. Natürlich ist es nicht so mächtig, wie es schön wäre zu sein. Natürlich sind wir kinderabhängig. Aber wir verfolgen eben diese Treue ein Leben lang. Und das ist besonders wichtig, auch für uns zu wissen, dass wir selbst als Erwachsene noch immer diesem inneren treuen Kind folgen, das diesen Beschluss gefasst hat irgendwann. Und die Epigenetik sagt es auch, aber auch natürlich die ganze Bindungstheorie, dass alles, was wir Positives erleben, jetzt als Kinder zum Beispiel mit aufmerksamen Eltern, die vielleicht ihre eigene Biografie reflektieren und so weiter, da jedes positive Erlebnis ist wieder ein weiterer wichtiger Teil, der vererbt wird, den ich dann nach vorne weitergebe, der mein Leben ein Stück weit natürlich verändert, aber eben auch dabei hilft, dass die Dinge sich auf längere Zeit ins Positive verändern. Und Sabine, bevor wir jetzt gleich nochmal versuchen, ein wenig tiefer einzusteigen, um dieses komplexe Thema ein wenig greifbarer zu machen, möchte ich dich noch einmal bitten, für diejenigen, die da draußen, für die das jetzt noch ein bisschen ungreifbar ist, vielleicht das mal mit einem Beispiel konkreter zu machen. Vielleicht hast du ja ein Beispiel, das du Genau. auch aus dem Buch benutzt, also eine konkrete Person, an der du uns mal zeigst, wie das eigentlich so ist mit dieser transgenerationalen Weitergabe und also, ne? Ja, Beschreib mal gerne. so einen Genau. Fall vielleicht, damit wir ein Gefühl dafür kriegen. Genau. Also ich beschreibe jetzt mal so einen typischen Kindergartenfall, sage ich Ja, mal, oder Kita-Fall. gerne. Also, dass zum Beispiel jetzt ein Kind ganz große Schwierigkeiten hat, eingewöhnt zu werden, weil es extreme ja, extrem anhänglich ist an die Mutter und kann sich nicht so gut lösen, weint ganz viel beim Abschied und vielleicht sogar auch noch darüber hinaus, wenn die Mutter wieder weg ist. Und es wird immer schlimmer, die Mutter hat richtige Bauchschmerzen, kann das Kind nicht gut dalassen und so weiter. Und da könnte man natürlich sagen, okay, dieses Kind hat jetzt ein Problem und wie geht man damit um? Man könnte aber auch vielleicht, da sind ja auch schon manche vielleicht dahinter gekommen, sagen, okay, vielleicht hat es auch etwas zu tun mit der Mutter-Kind-Beziehung oder aber auch mit der Mutter selber. Vielleicht kann sie ja auch nicht so gut loslassen. Das ist dann oft auch eine gute Spur. Aber statt der Mutter jetzt ein schlechtes Gewissen zu geben und sagen, oh, du kannst nicht gut loslassen, könnte man auch versuchen zu verstehen, warum kann sie denn nicht gut loslassen? Und da kommt die transgenerationale Perspektive in den Blick, weil wir zum Beispiel dann sehen könnten, in einem Fall, den ich habe zum Beispiel, dass diese Mutter selber eine Mutter hatte, die ja, sie eher vernachlässigt hat.
und nicht so für das Kind da war. Sie war nicht so zuverlässig, diese Mutter, also die Oma dieses Kindes jetzt, ne? Ja. Und dadurch hat diese Mutter eben nicht diese Sicherheit in sich gefühlt oder bekommen, hatte viel Heimweh als Kind, viel Verlassenheitsängste, die tatsächlich begründet waren, weil sie keine stabile Beziehung zu ihrer Mutter hatte. Und das wollte sie natürlich dann für ihr Kind besser machen. Also da, wo ihr Kind dann irgendwie Ängste gezeigt hat oder Verlassenheitsgefühle hatte, dann war diese Mutter natürlich angetriggert davon, weil das hat sie an ihre eigene Geschichte erinnert. Und dann wollte sie unbedingt, dass es ihr Kind besser hat und hat dann ihr Kind mit ganz viel Geborgenheit und Sicherheit, ja, das beantwortet, was ja auch toll und gut ist. Aber sie hat eben auf der anderen Seite völlig aus dem Blick verloren, dass dieses Kind ja auch positive Trennungserfahrungen machen muss, damit es irgendwie in Richtung Autonomie wachsen kann. Also sie hat sehr die Abhängigkeitswünsche unterstützt, aber nicht so sehr den Wunsch halt irgendwie, ja, auch mal so Selbstwirksamkeit zu Ja, erleben der und so weiter, Autonomie. und hat das sozusagen auch gar nicht in dem Kind sehen können. Und das hat natürlich wiederum dieses Mädchen so verunsichert, dass das Kind dann eben auch nicht so Zugriff hatte auf diese Seiten, die es dann aber eigentlich gebraucht hätte. Und wir haben das dann erstmal nachgestellt, also ohne Kind, weil das Kind mit 3 Jahren jetzt einfach noch ein bisschen klein war, und haben das eben mal in so einer Art Skulptur versucht nachzuempfinden. Das macht man so in der systemischen Arbeit, dass man sich überlegt, aha, wie könnte das denn als Skulptur aussehen, als Kunstwerk in einem Museum, diese Mutter-Tochter-Beziehung, und sind dann da mal so richtig reingegangen. Da hat sie so eine Szene aus dem Kindergarten genommen, wie sie an der Tür steht und ihrem Kind Tschüss sagen will und das Kind dann einfach nicht sich lösen kann. Und dann ist sie in beide Perspektiven reingegangen, also einmal in ihre eigene. Ich habe das dann auch noch mal gemacht, bin in die Perspektive des Kindes und in die der Mutter gegangen. Und dann konnte man schon so fühlen, dass das Kind einfach diese Unsicherheit im Blick der Mutter sieht. Also das Kind kann sich gar nicht vertrauensvoll an die eigenen Stärken anbinden, weil die Mutter schaut das Kind schon so an: Ich weiß, du wirst es nicht schaffen können. Ich weiß, dass du Ärmste. Und das ist für ein Kind super verunsichernd. Und in diesem Fall war es sogar noch so, oder das ist das, was wir behaupten, dass ein Kind in diesem Moment der Mutter auch entsprechen muss. Weil sie darf die Mutter nicht an ihrem wundesten Punkt berühren, sondern sie muss die Mutter in dieser Stärke halten. Ich bin jetzt diese helfende Mutter. Ich kann für mein Kind da sein, statt der Mutter zuzumuten: Mensch, das kann ich doch eigentlich schon. Und dann wäre die Mutter auf ihre eigenen Gefühle zurückgeworfen. Und das ist so ein bisschen das Spiel, was da zwischen Mutter und Tochter abgeht. Und die Lösung zeigte sich dann in einer, ja, Wunschskulptur oder das Gegenbild, was wir dann dazu erschaffen haben, dass wir uns vorgestellt haben, diese Mutter hätte innerlich selber diese Sicherheiten mitbekommen. Wir haben uns ideale Eltern für die Mutter vorgestellt. Und dann hat sie sozusagen ihrem Kind sagen oder vermitteln können: Ich weiß, dass du es schaffst. Ich bleib hier an der Tür und du gehst rein. Und erst wenn du ein wirklich gutes Gefühl hast, dann winkst du mir zu oder gibst mir nochmal Bescheid. Und mit diesem Gefühl, ich traue dir das zu, weil ich es selber auch erfahren habe, war es dann dieser Mutter möglich, ihrem Kind ein anderes Gefühl zu geben. Und tatsächlich in der Folge konnte die Mutter das viel, viel besser dann mit ihrem Kind zusammen in der Kita, ja, zu einem guten Dableiben sozusagen bringen. Wow, wie wunderschön beschrieben und Ja. wie klar. Du, sind wir Kita-Fachkräfte dann nicht auch davon betroffen? Würde das Genau. nicht auch bedeuten, dass wir Kita-Fachkräfte vielleicht uns auch mit dieser Thematik mal auseinandersetzen sollten? Womöglich hast du sogar hier auch Erfahrungswert oder ein Ja. Beispiel, wo eine Genau. Erzieherin Ja. oder ein Erzieher sogar betroffen ist in dieser herausfordernden Situation. Genau. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wir sind Erzieher drin und wir haben so eine Essenssituation beispielsweise jetzt nur mal als Idee, und ein Kind ist super gierig. Es sitzt als erstes am Tisch, es nimmt sich alles, es greift vielleicht sogar noch einem anderen Kind in den Teller und nimmt dem auch noch was weg.
Und ich habe jetzt vielleicht so eine Erziehung genossen, wo so etwas gar nicht geht. Also wo es vielleicht sogar sehr, sehr streng reglementiert wurde, wenn man sich hervorgetan hat, wenn man irgendwie selbstbewusst war und gesagt hat, ich nehme mir, was ich will. Man musste vielleicht immer bescheiden sein. Und dann würde quasi so ein Kind in einem das antriggern. Und da man sich dann selber so etwas nie geleistet hätte, schon aus Angst vor Strafe oder sowas, kommt ein ganz strenger Elternteil in einem sozusagen hoch. Und dann kann es sein, dass man so ein Kind richtig verurteilt innerlich, obwohl man eigentlich die liebste Erzieherin der Welt ist. Ich In wollte gerade diesem sagen, Moment wird ich man bin ganz ja streng. Pädagogin, Ja, aber genau. in dem Ja. Moment ist dieser Teil so stark, Ja, dass er genau. meine Pädagogin Genau. in mir sogar ein wenig zur Seite schieben kann. Absolut, absolut. Wow. Und es kann mir sogar in dem Moment bewusst sein und trotzdem kann ich gegen diese starken Gefühle vielleicht nichts machen und dann rutscht mir ein dummer Spruch raus oder ich sage so und du wartest jetzt erstmal und die Art und Weise, wie ich es tue, ist vielleicht strenger, als ich das eigentlich pädagogisch machen würde und es tut mir vielleicht sogar hinterher leid. Also im besten Fall, ne, ist jemand so reflektiert, dass er sagt irgendwie, okay, das war nicht in Ordnung von mir. Und setzt sich dann vielleicht mit der eigenen Geschichte auseinander. Ich sage immer, weil ich arbeite auch manchmal in Kindertagesstätten und mache mit den Fachkräften Biografiearbeit, transgenerationale Biografiearbeit. Und dann sage ich immer, nehmt es als ein Geschenk, ne? Weil diese Kinder sind ein Spiegel für dich. Sie helfen dir, noch mal weiter irgendwie zu kommen mit deinen eigenen Themen. Es ist wirklich eigentlich was ganz Wunderbares, wenn das passiert ist. Verurteile dich nicht. Das ist zutiefst menschlich. Es passiert mir, es passiert allen Menschen, weil wir eben Menschen sind. Sabine, woher kommt die Angst, die ich ganz oft in den Augen von Kita-Fachkräften sehe, wenn es um das Thema geht, Biografie oder Trigger? Ich sehe Ja. da oft Angst oder Frustration, manchmal auch Wut als Schutzschild vor dem, was kommen könnte, ne? Hast du vielleicht einen Gedanke dafür, wieso es uns manchmal so schwerfällt, einfach den Schritt zurückzugehen und es so zu tun, wie du es sagst, es als Geschenk anzunehmen? Also meine Erfahrung ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, das gilt übrigens für meinen Beruf genauso, wir haben natürlich auch irgendwie mal einen Hintergrund dazu. Also ganz oft möchte ich im Leben später das machen, was mir gefehlt hat, oder ich möchte Menschen ein Vorbild sein, die ich gerne auch als Vorbild gehabt hätte. Also ganz oft habe ich erfahren, dass Menschen, die zum Beispiel Erzieherin oder auch Psychotherapeutin werden, dass sie irgendwie so dieses Bedürfnis hatten, anderen wirklich weiterzuhelfen. Das heißt, sie sind aktiv geworden, dahinter stehen vielleicht eigene Wunden. Und in dem Moment, wo jetzt jemand sagt, aber du bist auch nicht perfekt, da gibt es bestimmt was in deiner Biografie, was so vielleicht ganz schön schwierig ist, dann fühle ich mich vielleicht kritisiert, ich fühle mich in meiner Kompetenz herabgesetzt, ich habe vielleicht auch Angst davor, dass es tatsächlich wieder diese ohnmächtige Seite gibt in mir, die ich ja im Laufe des Lebens ganz gut jetzt unter Kontrolle gekriegt habe. Und da gehört einfach ganz, ganz viel Mitgefühl dazu, dass eine Stimmung von Wohlwollen entsteht, dass nicht der Zeigefinger auf einen gerichtet werden, du mit deiner Biografie, sondern dass ich wirklich erfahre, hey, ich bin ganz normal, das ist normal, meine Geschichte hat mich geprägt, deswegen habe ich auch die besten Voraussetzungen eigentlich für diesen Beruf, aber es gibt eben auch die Schattenseite und die muss ich mir angucken, weil es in mir eben auch dieses verletzte Kind gibt, was meine Hilfe braucht. Und ich erlebe dann oft, dass die Menschen ja irgendwie es besser schaffen, wenn man diesen liebevollen Blick darauf wirft und den halte ich auch für absolut angemessen. Ja, das klingt schon fast ein bisschen danach, als würdest du auch empfehlen, das zum, naja, wie nenne ich es jetzt, nicht zur Pflicht zu machen, aber Ja. dass wir sagen, doch, wenn wir in der Kita arbeiten wollen, ne, wenn wir da an Beginn der Menschheit, da beginnt ja die nächste Generation, wenn wir da ansetzen wollen, in dieser hochsensiblen Situation, ist es vielleicht schon erforderlich, dass wir uns unbedingt auch mit dieser Thematik auseinandersetzen und uns diesen Schattenseiten in uns oder diesen Traumata oder auch diesen, ich nenne es mal Herausforderungen, auch zu stellen, oder? Absolut. Ich bin der Meinung, es braucht eigentlich jeder. Das sollte man wirklich mal gucken, wie man das einbringt, weil wir wissen ja mittlerweile, welche Bedeutung unsere eigene Biografie, unser eigenes Gewordensein wirklich hat. Und das ist alles, wie wir sind und wie wir mit anderen sind, beeinflusst.
Und das gilt nicht nur für Kita-Fachkräfte, das gilt für Lehrer, das gilt Ja. für PolitikerInnen, das gilt für TherapeutInnen, für eigentlich alle Menschen, weil überall gehen wir mit Menschen um und wir sollten eigentlich auch für Paare beispielsweise, ne, sollte eigentlich vor jeder Ehe, sollte es so eine Schulung geben, dass die Menschen schon mal ein bisschen Bescheid wissen, woher komme ich, was sind die Fallstricke, die mich erwarten könnten Ja. und wie kann ich mir selber helfen. Was für ein Handwerkszeug könnte ich haben, um eben an dieser Stelle ja für andere die hilfreiche Seite leben zu können und nicht irgendwie etwas Negatives zu wiederholen? Jetzt hast du am Anfang damit begonnen und jetzt würde ich gerne noch mal tiefer eindringen in die Materie, dass wir nicht nur das sind, was wir sind, seitdem wir auf der Welt sind, Genau. sondern dass es da noch mehr gibt, ne? Jenseits von Mama und Papa, vielleicht sogar Oma und Opa oder Uroma und Uropa oder Tanten und Onkels. Magst du uns mal in Ja. dieses hochkomplexe System mitnehmen und uns verraten, wenn jetzt jemand merkt, so wow, doch, ich würde dann gerne noch mal weiter zurückgehen als nur meine eigene Kindheit. Wie packe ich das an und was werde ich dort finden? Was gibt es da zu entdecken? Genau, dafür habe ich ja zum Beispiel dieses Buch auch geschrieben. Es ist ein wirklich praktisches Buch mit ganz vielen Übungen, die die Menschen an die Hand nehmen mit einer sehr guten Vorbereitung, weil das ist auch aufgrund von Traumata, die ja in jeder Familie auch stecken, ist es natürlich auch wichtig, dass man wirklich gut versorgt und stabil da reingeht und weiß, okay, ich kann mich diesen Sachen nähern. Und dann schaut man wirklich ganz gezielt in diese eigenen Ahnengeschichten hinein. Also vielleicht erstmal so ein Beispiel. Wir Gerne. wissen zum Beispiel, dass sich wirklich viele Dinge in Generationen wiederholen, viele Schicksalsschläge, aber natürlich auch positive Dinge. Also wird ja nicht nur Schicksal ist ja eigentlich, obwohl es negativ besetzt ist, nicht unbedingt immer was Negatives. Ich kann ja auch ein glückliches Schicksal gehabt haben oder eben sehr viel Glück bei manchen Dingen. Aber dass wir einfach verstehen, okay, jedes Leben oder jedes alles, was ich zum Beispiel erlebt oder erfahren habe, ist wiederum verbunden mit den Erfahrungen meiner weiblichen Ahnenlinie und meiner männlichen Ahnenlinie. Und da sind es zum Beispiel ganze Familienthemen. Also das kann man dann richtig erkennen. Und interessanterweise finden sich auch Paare wieder, wo die Familienthemen ähnliche sind. Und die finden sich, um halt genau an der Stelle, das glaube ich eben, damit eben Weiterentwicklung stattfinden kann. Und in jeder Generation findet auch schon wieder eine Verbesserung, Veränderung vor, sodass die Themen sich abschwächen, es sei denn, es kommen wieder neue dazu. Und manchmal ist es so, dass zum Beispiel Kinder zu mir kommen mit Symptomen, wo man sagt, eigentlich liebevolle Eltern, die sind aufmerksam, die sind sehr informiert, die bemühen sich, die sind, was kann da schiefgelaufen sein? Und dann hilft manchmal auch dieser Blick in die Ahnengeschichte, um zum Beispiel zu verstehen, oh wow, die Symptome der Großmutter beispielsweise. Die passen komplett. Hätte die Großmutter jetzt diese Symptome gehabt, das wäre total logisch gewesen. Na, also dieses Beispiel zum Beispiel mit dieser extremen ja, Verlustangst oder so etwas. Ne? Dann habe ich zum Beispiel da vielleicht eine Großmutter, die als Kind erlebt hat, dass sie die Flucht mitgemacht hat als ganz kleines Kind und viele Menschen verloren hat. Oder eben ja, auch später in der Folge kann das dann ja auch zu einer großen Ängstlichkeit in der Familie geführt haben, wo dann eben das nicht passiert ist, was ich vorhin erklärt habe, nicht genug positive Trennungserfahrungen zur Verfügung gestellt wurden, weil das immer so ein rotes Tuch ist mit den Trennungen. Ne? Also wenn man das dann verstanden hat, dann geht natürlich erstmal ein Stück Schuldgefühl weg und es kommt eher zum Verstehen als zum Anklagen oder sich schlecht fühlen. Und dann, wenn man das verstanden hat, kann man ja gucken, was müsste jetzt anders werden? Beziehungsweise wir machen dann ja immer auch diesen Trick, dass wir sagen, wir schauen zurück und gucken mal, was hätte damals eigentlich anders sein müssen? Weil diese Erfahrung steckt ja jetzt auch in mir drin. Das heißt, ich
muss nicht die tatsächlichen Großeltern in Therapie holen, was auch schön ist, habe ich auch manchmal, das finde ich auch ganz toll. Aber es reicht auch mit diesen inneren, diesen vererbten Großeltern quasi, also ihre Erfahrungen, die in mir drin sind, mit denen zu arbeiten. Und da hilft so eine Vorstellung zum Beispiel, die Ressourcen wieder zu sehen, indem ich mir vorstelle, was hätten die idealerweise anders erleben müssen. Also zum Beispiel, dass ich mir vorstelle, diese Großmutter, die auf der Flucht ihre kleine Schwester als Säugling verloren hat, die erlebt jetzt Friedenszeiten und die ist mit ihrer Mutter und der Vater ist auch da und nicht im Krieg, sind die zusammen auf ihrem Bauernhof, verlieren nicht Haus und Hof, verlieren dieses Baby nicht, es gibt genug zu essen, sie sind in Sicherheit, das wäre ein komplett anderes Leben. Und das Spannende ist, einmal erlebe ich das dann quasi als Zeuge mit und erlebe, aha, okay, es hätte ja auch ganz anders sein können. Und dann stelle ich mir meine Großmutter vor, wie sie dann geworden wäre, nämlich ein selbstbewusstes, freches Kind, was vielleicht auch sich getraut hätte, mal mutige Sachen zu machen, ne? Weil nicht so viel Bedrohung von außen da war, eine Mutter viel, viel entspannter und so da war, der Vater an ihrer Seite. Also dann stelle ich mir vor, wie es eigentlich sein müsste. Und das hilft mir schon sehr, weil dann poppt in mir auf, ah, okay, Angst ist jetzt nicht unbedingt so bin ich, sondern ich könnte genauso gut ein mutiges Kind geworden sein, wenn es anders geworden wäre, gewesen wäre. Und dann ist es super spannend, wenn wir dann nämlich entdecken, dass die nächsten Generationen genau das versuchen. Also, die versuchen dann so eine glückliche Kindheit herzustellen, natürlich aber mit diesem, ja, mit diesem Defizit im Kopf, und dieser Wunde. Und dadurch geht die Wunde leider mit. Also, so wie ich das gesagt habe, dass diese Mutter es dann besonders gut machen wollte für ihr Kind und ganz viel Sicherheit. Na, die Großmutter hätte diese Sicherheit gebraucht. Und jetzt versucht diese Mutter das doll und kriegt völlig aus dem Blick, dass eine gewisse, ja, gewisse Ängstlichkeit oder dass man auch mal durch sowas durchgeht, auch ein ganz positiver Effekt ist und dass ein Kind dadurch ja Selbstwirksamkeit lernt. Ne? Also ich weiß, wird es klar, was ich meine? Das ist Genau. geradezu bahnbrechend, weil wenn ich mir jetzt Ja. vorstelle, all die Eltern, die ich auch als Erzieher kennengelernt habe, die sich wirklich Mühe geben, die wirklich alles versuchen und sich dann fragen, hä, wieso ist das jetzt so passiert? Warum ist das so schwierig? Ich verstehe es nicht. Ich tue doch alles, was ich kann. Ich bin doch besser als meine Mama oder besser als mein Papa, wenn es überhaupt um besser geht. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Und das, was du sagst, das gibt mir gerade das Gänsehaut am ganzen Körper, weil es mir die Chance gibt zu verstehen. Und wenn ich verstehe, dann kann ich interagieren, dann kann ich was verändern oder kann darauf eingehen und kann sozusagen auch loslassen vielleicht, ne? Locker lassen. Genau, das ist auch das, was mich bis heute wirklich so fasziniert. Also mein Beruf, den ich seit über 25 Jahren jetzt mache, der ist nicht einen Tag langweilig. Weil jede Geschichte ist so speziell, ist wie ein Krimi, den ich erstmal so total herausarbeiten muss. Woran liegt es denn wirklich? Und wie hat sich das von Generation zu Generation weiter vererbt? Weil da gibt es eben so ein ganz bestimmtes Muster, ganz individuell. Ne, welche Botschaften gehen da weiter? Welche Wünsche gehen da weiter? Wo darf man einen Glücksrahmen nicht überschreiten? Weil man will die Eltern nicht verletzen, indem man sagt, hey, mir geht's so super und leider hattest du so ein schlechtes Leben. Und Kinder, die so, so, so sensibel sind und die genau spüren, was die Eltern vertragen, wo sie ihnen vielleicht der Spiegel sein können, wo sie sie aber auch schützen müssen, wo sie vielleicht irgendwas ersetzen müssen. Und die verzichten dann auf ihre eigene Entwicklung. Es ist wirklich bahnbrechend und so spannend. Und wir nennen das dann ja den Generation Code, also wirklich zu sehen, wie geht dieser Code wie so ein Schloss, das sich dann um die authentische Entwicklung legt. Und wenn wir das lösen können, dann darf ein Kind wirklich sein, wer es eigentlich zu sein gemeint war. Und das ist eigentlich, finde ich, die schönste Aufgabe. Da fühle ich mich auch sehr, sehr glücklich mit, dass ich in diesem Bereich wirken darf. Ich habe gerade so auch die Gedanken vor mir oder auch diesen Spirit gerade in mir. Wenn ich meine Wünsche habe, meine Ziele, meine Träume, wenn ich so meine Zukunft vor Augen habe und darauf hinarbeiten möchte, irgendetwas da ist, was ich gerne umsetzen will, dann macht es ja total Sinn, auch sich über das, was mal war,
in mir oder auch in meiner Familie darüber zu erkundigen und mir dessen bewusst zu werden, damit ich vielleicht auch frustfreier meine Ziele erreichen kann oder meine Ziele womöglich ein wenig verändere, weil ich merke, hey, meine Vergangenheit, mein Code in mir, der kann das Ziel erreichen, aber vielleicht auf einem anderen Weg oder nochmal mit einer anderen Ausrichtung. Also habe ich das Genau, ja, korrekt sehr, sehr ausgedrückt? gut gesagt. Also es ist wirklich ja so, dass ich erstmal durch diese Entschlüsselung dieses eigenen Treuevertrags, ne, der ja mit einem Verbot der authentischen Entwicklung belegt ist quasi, weil ich nehme mich ja zurück, damit, ne, meine Eltern versorgt sind oder nicht verletzt sind oder wie auch immer. Und wenn ich den gelöst habe, dann kann ich ja erst überhaupt unterscheiden, welche Ziele sind eigentlich wirklich meine und welche habe ich sozusagen aus Liebe zum Familiensystem übernommen. Und wenn ich das erkenne und dann auch nicht mehr die Versorgung übernehmen muss für die Vorfahren, dann kann ich den eigenen Weg wirklich eingehen. Und das ist eigentlich auch das, was Menschen, die das gemacht haben, wirklich nahtlos alle berichten, dass sie wirklich mehr zu sich gekommen sind, überhaupt mehr Kontakt auch mit sich selber jetzt spüren. Ganz viel Liebe für die Vorfahren, in den meisten Fällen verstärkt es und verbessert es sogar die Beziehungen und vor allen Dingen, dass der Blick für die eigenen Kinder frei wird und dass sie die wirklich sehen können mit ihren Wünschen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal da so ein Beispiel geben darf. Haben Gerne, wir die Sabine. Zeit Das noch? ich höre dir Genau. gerade so gern zu. Das ist so toll. Ja, Bitte, schön. sprich, Also ja. es gibt zum Beispiel so was ganz Klassisches, ne? Da möchte ein Vater beispielsweise seinen Sohn dabei unterstützen, Fußball zu spielen. Und er steht wirklich mit seinem Sohn jedes Wochenende und auch wenn es Training hat, am Fußballrand und motiviert das Kind und fährt zu jedem Spiel und macht und tut. Und ja, wundert sich vielleicht dann, dass das Kind nicht so hundertprozentig motiviert ist oder vielleicht ist das Kind sogar sehr motiviert und es fällt so gar nicht auf, aber das Kind kriegt dann irgendwelche anderen Symptome. Und wenn man dann genauer hinschaut, entdeckt man vielleicht, dass dieser Vater sich selber genauso einen Vater gewünscht hätte, wie er jetzt für seinen Sohn ist, nämlich einen Vater, der mit ihm am Fußballrand steht und ihm zujubelt. Und dieses Kind macht das für den Vater. Es stellt sich sozusagen nochmal als inneres, versorgtes Kind des Vaters, ne, zur Verfügung. Also ist Wow, sozusagen jetzt der ist es kleine echt Junge, der Wahnsinn. Vater mal war Ja. und will vielleicht eigentlich lieber ein Musikinstrument Ja, spielen, ja. Gitarre oder so. Und unterdrückt dann diesen Wunsch, weil der Vater so ein Leuchten in den Augen kriegt, wenn er ein Tor geschossen hat und Krass. der Vater sich dann so richtig doll freut. Ja, und das ist natürlich eine Verwechslung, die der Vater auf gar keinen Fall will. Also der macht das ja nicht böswillig. Er reagiert einfach aufgrund seiner eigenen Wunde und denkt natürlich, das Schönste für ein Kind muss es sein, mit seinem Vater am Fußballrand zu stehen, ne? Und dass der Vater da steht. Und ja, wenn wir jetzt verstehen, ah, okay, das ist eigentlich mein Wunsch gewesen und mein Kind ist eigentlich ein begnadeter Gitarrenspieler oder so, dann wird es vielleicht besser und ich verwechsle mich nicht mehr mit dem Kind, kann dann vielleicht selber wieder anfangen mit Fußball spielen oder so und meinem Kind einfach der Vater sein, das mein Kind wirklich braucht. Das ist sehr bewegend. Ja. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich habe jetzt aber, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch zwei Fragen. Zwei sehr konkrete Fragen. Jetzt haben uns die Leute da draußen zugehört und ich hoffe, sie haben nicht, die werden gleich in die Tastatur ballern und nach diesem Buch fahnden, um es sich zu bestellen. Und ihr findet natürlich da draußen all das, worüber wir jetzt sprechen, auch nochmal die Kontaktdaten von Sabine und die Zugangsdaten zu dem Buch und findet ihr in der Videobeschreibung. Aber nochmal zwei Fragen an dich. Nehmen wir mal die eine Welt, das ist jetzt die Kita-Welt. Wir als Kita wollen uns auf den Weg machen. Das, was du gerade gesagt hast, Sabine, inspiriert uns unglaublich. Wir wollen uns professionalisieren und würden gerne den ersten Schritt gehen. Wie könnte so ein erster Schritt als Kita-Team aussehen, hin zu dem, was wir gerade besprochen haben? Also als Team würde ich wirklich empfehlen, dass man sich professionell noch jemand dazu holt, ne? Also natürlich ist es schön, das Buch zu lesen. Ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, auch für jeden Einzelnen, sich auf den Weg zu machen.
Aber so in einem Team, das sind wirklich so sensible Daten. Ne? Ich habe ja schon viel Biografiearbeit gemacht in Kitas. Da ist es schon gut, man hat ja zum Beispiel so einen transgenerational biografischen Coach dabei, Also du der bietest zum sowas auch Beispiel, an, Sabine, ja ne? genau, und vor allen Dingen biete ich auch die Ausbildung dafür an. Also falls es Menschen gibt, die das jetzt hier zuhören, die sagen, oh, das wäre jetzt cool, ich würde gerne in so eine Kita gehen und diese Ausbildung anbieten, das also oder hier mit den Leuten arbeiten, ne, weil ich kann ja nicht alle Kitas versorgen und auch Ja. die wenigen Leute, die ich bis jetzt schon habe, noch nicht. Aber es gibt auch diese Ausbildung, die man machen kann. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, damit das eben weiter verbreitet wird. Und natürlich kann man sich eben hierzu Menschen holen, die schon entweder von mir oder von anderen ausgebildet wurden im Bereich, dass sie die Transgenerationalität mit reinbringen. Weil das ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe, wenn man das mit reinbringt. Und dann kann man zum Beispiel, ja, Supervision machen, ne? Dass man Fälle hat, wo jemand sagt, ah, da ging mir das mit diesem Kind so, das hat mich so angetriggert. Oder man macht grundsätzlich so eine Arbeit, dass man sagt, okay, habt ihr Lust aber dafür, irgendwie euch mal ein bisschen um eure Geschichte zu kümmern und da einzutauchen und eure, ja, einfach die Punkte kennenzulernen, die ja auch schwierig werden können in der Arbeit mit Kindern. Da hat jeder so seine Themen, ne? Also ich zum Beispiel habe meinen Vater ganz früh verloren und für mich ist es immer, wenn bei mir Patienten kommen, wo ein Kind waise oder halbwaise ist, da würde ich am liebsten adoptieren, ne? Da würde ich am liebsten selber gerne dieser Elternteil sein und dann weiß ich schon mal, Vorsicht, ne? Das ist so dein Fallstrick. Da musst du genau hingucken, dass du dich besser distanzierst, dass du für dich sorgst. Und so etwas einfach zu wissen von sich, zu sagen, okay, hier habe ich meine wunden Punkte. Da kann ich jetzt besser drauf aufpassen. Ich kann das unterscheiden von den Kindern, mit denen ich arbeite. Das ist super hilfreich. Und dafür ist es eben doch gut, sich jemanden reinzuholen ins Team, der einen dabei unterstützt. Super, dann gehen wir zur letzten Frage, nämlich eben habe ich dich gefragt, was kann ich tun oder was können wir als Team tun? Und jetzt ist die letzte Frage, was kann ich als Einzelner, als Betroffener oder Betroffener tun? Ich merke jetzt, im Team wird darüber gesprochen oder ich habe mir dein Buch geholt und ich habe es gelesen und ich merke, wow, da passiert was in mir. Ich möchte weinen, ich möchte lachen, ich spüre, da ist ganz, ganz viel lebendig in mir. Jetzt möchte ich vielleicht, nach was suche ich? Nach einem Therapieplatz? Wie schnell bekomme ich den? Und womöglich, was kann ich denn machen, bis die Therapie beginnt, wenn es überhaupt eine Therapie braucht? Ja, also dieses Buch habe ich ja jetzt geschrieben, damit Menschen sich auch wirklich alleine auf den Weg machen. Es ist nicht nur, dass man jetzt von dem Thema erfährt, ne, wie in so einem Sachbuch, ah, okay, ne, sowas gibt es, sondern es sind wirklich Anleitungen darin, wie kann ich mich selber schon mal auf den Weg machen. Also das wäre auf jeden Fall etwas, was man schon mal starten könnte, je nachdem, Klasse. ne, muss man natürlich eine gewisse Stabilität haben, wenn man nicht stabil ist, wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet oder starke Depressionen oder Süchte oder so etwas hat. Dann sollte man das natürlich auf jeden Fall nur mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin machen. Okay, also Aber dann nicht darüber, rumdoktern ja, also und nicht, wenn irgendwas. man merkt, ich bin da doch zu labil zu, weil es werden schon extrem starke Gefühle ausgelöst oder können ausgelöst werden. Ne? Wir haben natürlich unsere natürlichen Möglichkeiten, uns zu schützen, haben wir ja bis jetzt auch geschafft. Ne? Und wir werden ja auch durch Filme und andere Bücher und sowas angetriggert oder durch Kinder oder so. Aber ne, es kann eben auch gezielter sein, indem ich solche Übungen mache. Und da muss ich einfach für mich sorgen. Und da gibt es ja ganz viele Tools und ganz viele, so ein Handwerkskoffer und einen Notfallkoffer, der einem mitgegeben wird in diesem Buch, sodass man da schon auf der sicheren Seite ist und auch erfährt, was man tun kann. Ne? Also, dass man zum Beispiel auch mit jemand darüber spricht und so weiter. Aber man kann sich auf den Weg machen. Es gibt ganz viel Anleitung. Wie komme ich ins Gespräch mit der eigenen Familie? Wo sollte ich vorsichtig sein? Was muss ich beachten? Wo muss ich Grenzen auch respektieren. Es gibt ein Genogramm als Vorlage zum Runterladen oder einen transgenerationalen Fragebogen, den man vielleicht jemandem in der Familie geben kann, der bereit ist, das auszufüllen. So komme ich erstmal der Sache auf die Spur. Und wenn ich dann tatsächlich merken sollte, ich komme da nicht so ganz zurecht alleine, dann klar, dann sollte man sich vielleicht auf den Weg machen. Und da gibt es eben Coaching.
Das ist eben niedrigschwelliger und vielleicht ganz gezielt auf ein bestimmtes Thema, das man jetzt gerade da lösen möchte. Man kann Selbsterfahrung machen, also so eine Reise, wie sie in dem Buch auch beschrieben ist, als Selbsterfahrung machen. Ich habe inzwischen eine ganze Menge an ja, Therapeutinnen ausgebildet, die zu diesem speziellen Programm auch arbeiten, zu diesem Konzept und die überall schon in verschiedenen Städten das anbieten. Das Okay. kann man natürlich auch machen und dann in 4 Wochenenden einen Elternteil mal ganz intensiv beleuchten und bearbeiten. Aber wie gesagt, ich denke, dass auch das Buch, weil es ja als Praxisbuch geschrieben ist, schon eine ganze Menge bewirken kann und auf jeden Fall Bewusstmachung, Reflexion. Und man kann, könnte ich mir auch vorstellen, das weiß ich aus dem einen oder anderen Betrieb, der das schon anwendet, also in einem anderen Bereich, dass die zum Beispiel auch Übungen einfach zusammen machen. Ne? Die sind da ja richtig so drin, die kann man dann ablesen. Da könnte einer sagen, ich übernehme heute die Leitung und die anderen machen dann die Meditation mit oder die Übung mit. Und dann tauscht man sich vielleicht auch als Team aus, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wow, an der Stelle, auch wenn ich dir noch Stunden zuhören könnte, weil es ein so faszinierendes und für mich auch sehr bewegendes Thema ist. Ich merke, dass ich emotional immer auch, getriggert wurde durch das, was du gesagt hast, obwohl es ja nur an der Oberfläche war. Ich natürlich auch merke, wow, das macht was mit mir. Ne? Da gehen einige Kapitel in mir und meinem Leben auf. Also trotz dessen mache ich jetzt hier einen harten Cut. Ich danke dir, Sabine, von Herzen für diese kleine Wanderung, diese Exkursion oder dieses Abenteuer, dieser Spaziergang durch dieses faszinierende Thema. Ich danke dir dafür, dass du das so konkret benannt hast und so einfühlsam. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann wieder zusammenfinden und vielleicht sogar einen Teil 2 machen. Das würde ich auch sehr schön finden und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war für mich auch eine richtige Freude. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss.